Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute die M14, über die wir letztes Mal ein Review gemacht haben, also nicht die Bugatti M14, nicht die Zümer, ne? Da werden wir heute ein Tuning vornehmen, richtig? Ja, aber ist denn das jetzt ein Textsoft-Video oder ein Fingervideo? Was? Hä? Das ist ein Community-Projekt. Ach so, ja, Mensch. Ja, das ist das nächste Patreon-Community-Projekt. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Das wird verlost nachher. Kriegt irgendjemand hinterhergeworfen. Ja. Mal sehen, wer das am Ende bekommt. Und mal sehen, wie das Tuning so wird. Ich habe jetzt mal den Karton aus dem Regal geholt. Das ist nämlich schon wieder ein paar Tage her, als wir das ja gemacht haben. Und hier liegt der ganze Scheiß halt noch so drin. Scheiße, wirklich scheiße. Weil ich habe zwar jetzt vor kurzem erst das Video gesehen, aber richtig viele Erinnerungen sind da jetzt nicht mehr vorhanden. Ja, dafür haben wir natürlich... Erstmal weg hier eben. Ja, dafür haben wir natürlich wieder ein paar schöne Teile gekauft. Gucke. Tuning. M14. Also die Tuning-Teile für die sind da auch drin. Das ist jetzt ein Teaser, musst du das jetzt blurren und ich mich piepen und so? Oder lassen wir es einfach drin? Jeder das, wenn wir einfach nur ein Review machen. Das meistens Community-Projekt folgt, ne? Ja, stimmt hast schon. Hast du das im Stream schon gesagt? Ja, nicht jeder guckt den Stream. Guck mal, was da so drin ist. Dann bin ich mal gespannt, was ich da bestellt habe. Ich weiß das nämlich nicht mehr. Oh, ist gar nicht viel. Ja, ist ja klar, dass das nicht so viel ist, ne? Die Dinger waren ja von Haus aus schon voll gut. Der kurze Lauf ist für die M14? Nein, natürlich nicht. Hatte ich den nicht extra ein Bild gekriegt? Ne? Das ist auf jeden Fall ein M14 Gearset von Bugatti-Red Dragon. Und zwar ist das eine 18:1 Übersetzung. Original ist ja eine 21:1 Übersetzung drin. Und das sind die Bugatti Silverline Gears in 18:1 übersetzt. Speziell für die M14, weil die ja ein kürzeres, kleineres Spurgear hat im Durchmesser. Ne? Ich denke mal, das wird auf jeden Fall schon wieder ein bisschen was verbessern vom Ansprechverhalten. Ne? War ja ganz gut, aber ein bisschen lahmarschig war sie trotzdem. Genau, weil die Dinger nämlich eigentlich ganz gut sind, habe ich hier gar nicht so viel gekauft. Tatsächlich. Also Gearset ist klar. Dann einen anderen Pistonhead mit X-Ring. Gucke. Siehst du es? Dann werden wir hier einen PPS FX7 Lauf einbauen mit 7mm Hop-Up-Fenster in einer Länge von 455 mm. Ungefähr so lang wie vorher. Bloß halt in cool. Edelstahl, geil. Und das Ganze werden wir kombinieren mit einem Fly 7 Bugatti Pro 60 Grad Hop-Up-Gummi. Für die schönen schweren Kugeln. Genau, weil ich dachte mir, wir bauen das Ding hier akkurat irgendwie auf 2 Joule, dann kann man das richtig fett so auf großen Spielfeldern im oberen Bereich so verwenden. So richtig so mit Standard-Aufprall-Dämpfung vom Standard-Zylinder-Head. AOE corrected ein bisschen. So, dass das so richtig knallt, sich einigermaßen schnell aufzieht. Die 2 Joule-Feder wird dann von einem Bugatti Hightorque-Motor aufgezogen, den 19K. Der hat 28 TPA, müsste dementsprechend definitiv stark genug sein, um da eine fette Feder aufzuziehen. Wie gesagt, Full-Stroke, volles Zylindervolumen. Scheiße, war da ein offener oder ein geschlossener Zylinder drin? Der war, glaube ich, komplett geschlossen. Ja doch, sonst hätte ich ja einen anderen Zylinder dazu bestellt. Das wäre ganz schön doof, wenn nicht. Also ich habe mir so gedacht, dass man dann damit so 40er BBs verballert. Mit dem Fly 7 müsste das ja ganz gut gehen. Bei dem 455er Lauf, 40er BBs, Fullstroke. 8mm Hop-Up-Fenster, 7mm Patchfläche. Ja. Muss schon passen. Gut, dann wühlen wir uns mal durch den Scheiß hier. Nee, komm, wir bauen erst Pistons-Kit zusammen. Also diese merkwürdige, krasse Hop-Up-Unit. Ja. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch mal das M14-Video an. Ich glaube, ich muss es mir auch nochmal angucken nachher. Da fällt mir ein, wir müssen ja gucken. Oh, ich dulli. Wir müssen ja gucken, ob der Lauf überhaupt da reinpasst. Die Hop-Up-Unit hatte doch so eine andere Aufnahme, ne? Ich glaube, das wird nichts. Ja, der hat aber mehrere Schlitze. Gucke. Ach so, da, gute FX7-Lauf. Ne? 3 Schlitze. Dann gucken wir mal, ob das Ding da reinpasst. Weil der originale M14-Lauf hat nämlich keine Standard-AEG-Aufnahme. Hier ist übrigens noch ein Fly 5-Gummi schon drin. Die schoss ja auch serienmäßig schon echt gut. Das legen wir uns jetzt zur Seite, weil wir wollen ja fette BBs hoppen damit. Ne? So, und hier ist der Schlitz von der Originalaufnahme. Ne? Jetzt müssen wir den mal daneben halten und Daumen drücken. Geil. Siehst du es da unten? Ich sehe es von dem FX7-Lauf gut, aber von dem anderen Lauf.
Ja, ups. Ja, das wird schon erkennbar sein im Video. Ja? Ja. Dann dürfte es ja keine Probleme geben. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir das Fly 7 Hop-Up-Gummi hier hinten auch ein bisschen abschneiden müssen. Damit das nicht über diese Schlitze hinwegragt, ne? Wenn ich das jetzt hier so draufstecke. Und so würde, ne, der C-Clip nicht mehr sitzen. Genau, weil da ist halt der Schlitz, wo der C-Clip sitzen muss. Und der wird halt halb vom Gummi verdeckt. Deswegen müssen wir da ein Stückchen abschneiden, so wie es halt hier auch schon passiert ist. Und der Omega-Tensioner war hier schon drin. Beziehungsweise im Begadi-Tensioner war da drin. Irgendwo hier war da wirklich eine Schere. Damit ich mir nicht wehtue, weißt du? So, jetzt steht da nur noch Ly 7. Den kannst du nicht mehr trauen, den Gummi. Nee. Verkaufen wir einfach als Egadi Ly 7. Das ist denn der Enyamin Igesa. Alter. Das sitzt, glaube ich, ganz gut. Das ist schon hier wieder fast fertig hier mit der Scheiße. Für diesen Job sind jahrelange Übungen und Erfahrung notwendig. Ja, ja, auf jeden Fall. Spinner. Ja, sitzt gut. Bisschen links-rechts spielen, aber wird schön gedrückt. Das Ergebnis sehen wir uns nachher da mal an, ne? Haben sie sich ja extra gewünscht. Ne? So, was ist denn jetzt hier alles Schönes drin? Das ist echt schon wieder viel zu lange her, ey. Was habe ich mir da angetan? Ich sauf immer das Gleiche, ne? Wie ein Video für Sarah, ne? Ja. Alter, die ganzen Schrauben hier. Ein bisschen Verlust ist immer. Das ist wie beim Auto. Da können ruhig ein paar Schrauben überbleiben. Alles ab M8 aufwärts, dann mache ich mir Gedanken dann, wenn das überbleibt. Welche Gewindegröße hatte deine Antriebswelle? Nee, M8. Hier, wichtig. Öffner, wichtig. Ihr wisst alle Bescheid, ne? Das Wichtigste ist, einen ACS-Untersetzer zu haben, ne? Wenn man Bier beim Arbeiten trinkt. Prost. Ah. Reine Selbstbeherrschung. Ja, wie schon gesagt, da kommen neue Gears rein. Eigentlich sind die Gears ja soweit gut. Die Lager lassen wir drin soweit. Das ist ein Kugellager am Bevel Gear. Das sollte aber alles halten. Und es sind halt 6 oder 7 mm. Was hatte ich denn da gemessen? Weißt du das noch? Nee. Du hast gar nichts gemessen. Nicht? Das geht aber nicht. Du hast auch die Nozzle-Länge, glaube ich, nicht gemessen. In dem Video ist mir aufgefallen. 7 mm. Echt nicht? Nee, und du hast auch nicht mit dem Bluelink mal Stromaufnahme oder so gemessen. Ja, das weiß ich. Ja, völlig unwichtig. Effizienz, total unwichtig. Nee, also geht's jetzt als erstes daran, das neue Gearset einzustimmen. Sehr schön. Wir haben geschimmt, habt ihr gesehen. Pistonhead montiert, der richtig schön abdichtet. Direkt von der ersten Sekunde an. Ich kann es nicht zeigen, weil der Zylinder die ganze Zeit rausflutscht. AOE passt ein bisschen besser als original. Ist nicht perfekt, ich weiß, aber
ist gut. Hier ist original schon eine AOE-Schirmscheibe dabei bei diesem FPS-Zylinder. Zylinderhead, Alter, was habe ich denn für heute für Wortfindungsstörung bei diesem Pistonhead? Wir haben noch mal ein bisschen den vorletzten oder ersten, zweiten... Ach, wie auch immer, wir haben den Zahn halt weggeschliffen so ein bisschen. Der war schon zur Hälfte weg. Wir haben noch mal ein bisschen was weggemacht, weil durch die AOE-Korrigierung das Ganze ein bisschen weiter nach hinten gekommen ist und dadurch der erste Zahn des Sector Gears dagegen gekommen wäre. Ja, Alter. Dann habe ich jetzt hier schon den Mamba-Motor eingebaut und habe gerade gesehen, dass hier sogar ein Fenster ist mit einer Anzeige, auf wie viel Vorspannung du den Motor gestellt hast. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Hier sind die drei, ne, Dinger, ja. Und da drin ist eine Markierung. Je nachdem, wie weit du hier reindrehst, verstellt sich das Ganze. Witzig, ne? Sieht man zwar nicht, wenn das alles verbaut ist, aber insgesamt schon lustig. Ansonsten, Nozzle hat einen O-Ring, dichtet sauber ab, gleitet sauber alles. Die Gears laufen auch sauber, haben wir einmal getestet, ne? Einmal alles dran gesteckt, mal kurz laufen lassen mit dem Akku. Dann können wir das jetzt fetten und zusammenbauen. Das ging ja echt ratzfatz. Oder habe ich schon wieder irgendwas vergessen? Nee, ne? Nö. Ja, ging gut. Das ist ja... Das ist ja mein Reden. Bei den Dingern musst du halt nicht viel machen. So, jetzt kommt hier wieder unser Special-Fett zum Einsatz. Ne? Das restliche Fett, was original verbaut ist, beziehungsweise man sieht hier halt, die gehen hier einmal mit dem Pinsel, die tunken das einmal ein, den Pinsel, und gehen hier einmal kurz so rüber, über die Gears. Und dann ist das fertig gefettet. Ne? Ein bisschen noch einmal hier auf jedes Gear, so ein bisschen einmal drum, rein, rein, rein. So, scheißegal. Hauptsache ist ein bisschen Schmatze dran. Und das Originale, was hier auf den Lagern ist, das lasse ich drauf. Das ist auch echt nicht schlecht, das ist relativ zäh. Und wir schmatzen da jetzt noch ein bisschen was von Flo's Giz drauf. Und dann, ja, sollte das dementsprechend absolut ausreichend geschmiert sein. Ne? Das Gute ist, die Gearbox ist relativ schön geschlossen. Ne? Das heißt, wir können hier auch ein bisschen was dran machen. Wenn du eine V2 hast mit Titan oder sowas, musst du immer aufpassen, selbst bei dem Fett. Das haftet zwar sehr, sehr gut, aber dennoch kann es mal vorkommen, dass vom Bevel Gear oder Pinion Gear, je nachdem, ja, vom Bevel Gear spritzt es drauf, aber je nachdem, ob du das Pinion Gear oder gefettet hast, kann es halt mal sein, dass was auf den Sensor spritzt. Das ist hier halt nicht der Fall. Ne? Hier ist ein dicker Balken, der schließt das Ganze hier, das Ding hier, ne? Der schließt das Ganze nach oben hin ab, da kommt nicht viel Fett hin. Hier ist zwar offen, aber nach unten hin her ist wieder ein dicker Balken. Also da kann man wirklich Fett reinhauen. Fett reinmachen. Fett reinhauen, genau. Wo ist denn unser Fett hin, Patch? Achso, die Zahnstange hier vom Piston habe ich auch noch eingeklebt. Das hält noch mal ein bisschen mehr... aus dann, die ganze Nummer. Ansonsten in der Gearbox selber ist auch ausreichend Fett. Auch gutes Fett. Also hier an den Gleitstellen für den Piston. Da muss auch nichts ergänzt werden oder so. So, ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, dass ich die fettigen Gears angefingert habe. Wie viel Joule hatte die denn? 1,6. Ich habe nämlich gar keine Feder mitbestellt. Da müssen wir in unser hier nicht enden wollendes Teilelager gucken. Ich gehe mal wiegen. Bis gleich. Schon drauf? So, ich habe jetzt hier eine SAS Supershooter M130 Feder. Die haben wir jetzt gewogen im Vergleich zur alten mit... knapp 2 Kilo mehr. Eigentlich kann die Gearbox jetzt so zusammen. Der Rest kommt später rein. Wir mussten also die Feder hier, das ist ja die Feder für die Tappet Plate. Die kann man auch im Nachhinein dann reinschieben. Ich hab nichts mehr gesehen. Ja, ich muss ja immer, ja. Alles gefettet, Schirmscheiben sind drauf. Boah, ist auch Zunder hinter, ey, bei so einer M130 Feder. Ich kann hier nicht den Zylinder festhalten durch diesen kleinen mickrigen Schlitz. Aber das sieht doch gut aus. Ja, ne? Die Gears noch ein bisschen ausrichten. Der Spring Guide ist schon drin. Na, da haben wir es. Welche Schrauben kommen denn hier rein? Hier sind so... Ach nee, hier war eine abgebrochene, ne? Genau. Ah, da müssen wir eine neue reinmachen. Dann, diese Feder. Ja? Keine Feder. Hilfe. Geht total einfach. Ich hab's gleich. Moment. Gleich. Ja. So. Drin. Cool. Cool, ne?
Das wünsche ich mir bei V2 Gearboxen. Am besten gar keine Tablet Plate mehr bei V2 Gearboxen. So, ich muss mal eben gucken. Wir haben nämlich extra Schrauben gekauft für sowas. Ist ja ganz dunkel da hinten. Dann machen wir mal etwas heller. Boah, nicht schon wieder, bitte. Haben die schöne, tolle neue Schrauben gekauft dafür. Ja, tolle. Ne? Toll. Schraube, in ja. Torx allerdings. Oh. Ich stelle gerade fest, ich kann das da gar nicht reinschrauben, weil ja noch der Rest der Schraube da drin steckt. Ich hab mich schon gewundert, dass es hier nur aus dem ersten Teil rausgebrochen. Ja, danke. Ja. Ich hab mich schon gewundert. Warum sagst du denn da nix? Ja, ich bin einfach davon ausgegangen, dass du mehr Arm hast. Jetzt. Genau, der Julian weiß schon, was er macht. Der sein Objektiv festhält. Nix passiert. Irgendwas habe ich auf dem Boden klingeln hören. Ja, das ist aber, glaube ich, nur die Feder von der Tablet-Plate gewesen. Achso, ja, die ist ja groß, die findet man ja sofort. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Das kann doch nicht wahr sein. Die ist groß, aber ich sehe sie nicht. Taschenlampe hier an. Hier. Ich guck mal. Da ist sie. Siehst du sie auch? Was? Ja. Ah, du bist so bescheuert. Du sagst nichts. Bitte sehr. Dankeschön. Hier steckt nämlich noch das Stückchen Schraube drin. Das muss erstmal irgendwie raus. Da ist es. Und wieder zusammen. Okay. Kernig. 8 von 10. 8 von 10 hättest du vorhin mal hören müssen, ne? In der Firma floh. Nach der Zero Sugar Cola. Jetzt kommt der interessante Teil, ne? Ich habe nämlich echt keine Ahnung mehr, wie diese Teile irgendwie hier dran kamen. Ich weiß, der Abzug hing hier irgendwie dran. Das habe ich schon mal wieder gefunden. Fuck, ey. Also was natürlich auch absolut sinnvoll ist, ist, wenn der Hebel für die Steuernocke vom Sektorgear natürlich auch da wieder hinkommt, wo es hingehört. Ne? Das Bigardi-Core ist jetzt auch nicht unbedingt sehr kompliziert. Nee, was war bestimmt. Ja, und die Schimmscheiben sind nicht mehr dran. Ach, leck mich mit deinem Mack, du Arsch. Scheiße. Ich kann mich das mal erinnern. Beim Review. Oh, da müssen wir aufpassen. Das ist geschimmt. Ja, das weiß ich ja auch noch. Jetzt habe ich noch eine aber wechseln sie trotzdem. Gemessen war es eine 04er, also mache ich jetzt einfach 4 04er Schims drunter. Wird schon überall die gleiche gewesen sein, oder? Der liegt die Techniker vor dem Video. Nein, was macht der da? Jetzt ist bloß die Frage. Nee, warte mal. Das ist ja der Hebel, der spielt ja keine Rolle. Sicher? Ja, ja. Versuch's gar nicht erst, du Saftknack. Ey, Saft. Was wollte ich jetzt sagen? Saftknödel. Blutmannsgehilfe. So. Fuck, das ist falsch, glaube ich. Oh, scheiße, Dreck. Aha, aha. Gucke mal. Das ist gut, das ist gut. Fuck, ey. Wisste? Und ihr wolltet mich auslachen. Ha, dass ich nicht lache. Leck mich. Mann. Der Winkel passt nicht. Haha. Scheiße. Der läuft auch noch schön leicht hier. Das ist ja der Hebel vom Gear und so. Weiß schon. Und da kommt bestimmt noch die Feder hier rein. Cut-off. Ja, genau. Ich krieg das schon hin. Und ihr tut's immer so, als könnte ich das nicht. Nee, die Frage ist ja nicht das ob, sondern wie lustig wird's. Ja. Das ist gar kein Thema hier. Ach, Hannes. Theoretisch könnten wir die jetzt einmal testen. Dann sollten wir das tun. Jetzt hat man noch gut Zugang auf die Motorstellschraube. Fünf Jahre später. Aua. Oh Gott. Aua. Der will nicht weiter raus. Nee. Lass mal. Lass das doch. Hannes, ey. Den kann ich mal richtig schön quälen damit sowas. Huch. Huch. Aber lass das doch. Ah, jawohl. Okay. Ja, da kann ich einstellen, was ich will. Pass auf. Diese Imbusschrauben. Ja. Die sind dicker aufbauend als beim alten Motor. Die drücken dann hier hinten gegen das Gehäuse da. Ja. Ich fräse das auf beiden Seiten einfach weg. Viel schneller geht's jetzt auch nicht, oder? Ist gut. Das mit dem Motor hört sich aber irgendwie noch nicht so. Wieso? Oh. Das ist eine lange Übersetzung. Ja, das ist das Kreischen. Von den Gears, Hannes. Okay.
Es hat mehr Zeit, das Geräusch zu hören. Ein ganz normales Schussgeräusch. Ein ganz normalen Bier. Wieso erschaut mich nur ein bisschen? Bist du einfach nicht mehr gewohnt? Ne? Gar nicht. Ja. Du spielst halt mit anderen Dingen. Was war das denn? Ja, da hinten schon wieder. So, jetzt muss ich gucken hier. Auf jeden Fall war das hier noch der Sicherungshebel. Der war so drin, das weiß ich noch. Sicher. Und dafür war das Ding hier mit dem Nippelchen da drin. Sicher? So. Ja, natürlich. Bin doch nicht doof, Hannes. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, welche Schraube. Die war es, glaube ich, nicht. Die ist nämlich für das Plastikteil hier dann. Ich nehme einfach die. Funktioniert doch. Doch, ich glaube, ich weiß noch, was das war. Und dafür ist die Feder. So langsam. Boah. Junge. Hä? Das ist doch wohl... Guck mal, wie gut ich bin. Das Blech weiß ich auch nicht mehr genau. So, das weiß ich auf jeden Fall noch. Oh nein. Oh, guck mal. Das hätte dahinter gemusst. Siehst du das? Hinter das Chor. Ja. Witzig. Fuck, Mann, Hannes, wie rum jetzt? Jetzt kommt erst so richtig die große Frage. Das ist halt die Frage, ne? Die Reihenfolge. Das kommt definitiv hier irgendwie hin. Ja, aber jetzt? Ja, schon. Sicher? Und dann war hier irgend so eine Plastikverkleidung drüber, ne? Oder? Nee, gar nicht. Das war von oben gegengeschraubt, ne? Hilf mir doch mal! Als ob der irgendeine Ahnung von hätte. Ich vergesse so hundertprozentig irgendwas. Ey, ja, das sag ich dir. Erst die Feder. Stift ist komplett drin. Hebel bewegt sich. Ja, und dann 100 pro hier diese kleine oder diese kleine. Hier! Nee. Oder? Doch. Oder? So. Nee. So, hier ist noch, da. Hahaha. Wenn das jetzt ein Homerun wird, dann... So war das jetzt aber auch. Da bin ich beeindruckt für den Rest des Tages, ja. Das reicht. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig wegen des Bleches da und diesem Stift hier. Jetzt die Frage, muss jetzt die lange da rein oder nicht? Ist das Gewinde lang genug für die lange Schraube? Wird schon schwerer, aber ich glaube, da ist noch Gewinde. Ich glaube, ich schneide gerade ein neues Gewinde. Scheiße. Gut, das war auf jeden Fall nicht die richtige Schraube. Oh Mann, ey. Ah, ich weiß noch, wo der Stift reinkommt. War da nicht auch das Blech irgendwie? Oh, ich bin ein Dulli, das gehört hier rüber. Und dann kannst du die eigentlich hier so dran vorbeihebeln. Und dann so gerade nach hinten drücken. Ja. Oh. Sieht man gut. Perfekt. Der muss da auch noch rein. Jetzt heul nicht rum, Mann! Krass, ey. Das gibt's ja gar nicht. Wo kommt das Teil hier hin? Was? Was denn? Das ist gut. So weit hab ich schon wieder Ärger, ne, der Blödmann. Ja, ganz einfach. Jetzt stecken wir das hier wieder so rein. Bin mal gespannt, wie viel Joule wir gleich haben, ne? Lassen wir die auch so, wenn sie über 2 hat? Ja, und wenn nicht, dann, wie gesagt, kann man die Feder ja ganz unkompliziert und schnell wechseln. Das hat einen Moment gedauert. Ich wollte erst sagen, ja. Und dann habe ich mir so gedacht, halt was? Nein, Mann. Nicht mal ansatzweise. Das ist ja jetzt wohl ein bisschen komisch, ne? Also irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Fertig? Hä? Hä? Hol mal erstmal, nachher hast du 0,5 Joule. Leck mich, hab ich nicht. Ich film grad, Mann. Sorry. Halt doch mal die Klappe, ey. Oh, ist immer das Gleiche mit dem, ne? So, Chronotest, gucke dahin, nicht hier hin. Ich denke, das reicht. 16 Schuss und relativ kleine Toleranzen, dichtet also sehr gut ab. 1,8 bis 1,85 so Joule, ne? 440 FPS, 445. Geil. Jetzt schmeißen wir mal 40er G&Gs rein und schießen mal eine Runde, ne? Mit seiner Simme da im Hintergrund. Der Rennfahrer. Geil. Das war es auch schon wieder. Ja gut, aber wenn da hinten jemand steht, der ist weg. Da handelst du schon wieder, ey. Ja, der ist weg. Das müssen wir doch falsch gemacht haben, oder?
Ja, weil es jetzt funktioniert, ne? Ja, geil. Also funktioniert alles. Läuft. Hat ungefähr die Energie. Ich hätte noch ein bisschen mehr Energie haben wollen, aber ist okay. Schießt mit den 40er BBs richtig geil. Ich denke mal im 32ern würdest du genauso geil schießen. Schon cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist immer noch das leichte Kreischen vom Motor. Da hätten wir vielleicht doch nochmal Lonex Bevel Pinion Gear reinmachen müssen. Aber ist jetzt nicht so wild. Ich meine, hört sich eigentlich wie eine ganz normale SIG an, ne? Ansonsten, ey, guck dir das mal an. Das funktioniert alles. Das ist unglaublich. Das ist ein Community-Projekt, das Ding wird ja noch gelasert. Ich glaube, hier oben drauf können wir was Schönes lasern. Wir verlosen es jetzt noch schnell, ne? Ich meine, das Video geht jetzt in die Verlosung. Ja, dann geht's jetzt in die Verlosung. So, Freunde, jetzt ist es soweit. Wir haben wieder unsere Excel-Tabelle fertig gemacht. Wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, dann geht's los. Eine Zufallszahl wird gewählt von allen unseren Patronen. Hannes hat das gerade alles fertig gemacht. Ist ja jetzt schon eine Weile her, wo wir das letzte verlosen konnten. Also es läuft natürlich wieder so folgendermaßen ab, je nach Tierstatus. Es gibt ja 1 bis 4. Je nachdem ist der Name auch entsprechend oft im Lostopf. In der zweiten Tabelle sind eben all diese Namen drin. In dem Fall sind es jetzt gerade 263 Stück. Da wird jetzt gleich eine zufällige Zahl zwischen 1 und 263 ausgewählt. Je nachdem, was für eine Zahl dann rauskommt, gucken wir in die Tabelle 2, welcher Name dann steht und dann ist zufällig einer ausgewählt. Weil es so lange her war, habt ihr jetzt nochmal eine Erklärung bekommen von Hannes. Tada! Super, ne? Ich bin der auf Enter drücken muss. Du darfst Enter drücken. Aber explodiert dann auch nichts, ja? Nee. Okay. 244. Das ist Vicky. Was darf ich denn sagen? Vicky also reicht, ne? Ist nicht der Nachname, steht der Nachname mit bei? Der Nachname steht mit bei, ja. Dann den ersten Buchstaben vom Nachnamen. Vicky E. Vicky E. Dann gehen wir in die erste Tabelle, das ist die große Übersicht von allen Patronen. Ja. Und Vicky E. Ach, der ist ja schon da. Das ist ein Ehrengönnermädel seit... Wo siehst du das? Ach da, geil. Ehrengönnermädel seit... Was ist das? Kann ich rechnen. Seit 6 Monaten. Seit 6 Monaten. Siehst du? Das hoch. Hast du sogar noch einen Porn. Oder? Nach 6 Monaten? Ja, dann. Siehst du? Das kriegst du sogar noch einen Porn, wenn du möchtest. Musst nur anschreiben. Ja. Cool. Dann kaufen wir mal. Schreiben wir ihn mal an. Sie. Sie? Vicky? Oder? Ich weiß nicht. Könnte ein sehr weiblicher, männlicher Name sein oder ein sehr männlicher, weiblicher Name. Bin ich jetzt hier? Mach einfach die Scheiße aus da jetzt! Sehr, sehr geil. Sehr lang. Ich war genauso groß wie ich, war richtig gut.